Guten Abend. So langsam geht mir das auf den, naja, mächtig auf den Wecker. Wenn ich mir überlege, es werden tausenderlei Erklärungen für alles gesucht und da gibt's größte Psychologen und so weiter. Nee, ganz einfach. Der Grund für jede Nachricht, die es gibt, ist ganz einfach. Wir werden gleich mal eine Übung machen dazu. Nicht meine Auswahl, sondern ich habe einfach Google News aufgemacht und dann mal gucken, was hier passiert. Beispiel in Winsen-Aller in der Region. Heidekreis, Pickup rammt Lastwagen frontal, ein Junge stirbt. Es liegt an Blödheit. Sag doch, was du willst. Kann sich jeder jetzt ausmalen, was da passiert ist? Wieso hat der nicht aufgepasst, der Fahrer? Warum? Könnte man jetzt nachgucken. Mache ich jetzt nicht. 13-Jähriger aus Celle vermisst. Wer kann Hinweise geben? Ja, warum ist er vermisst? Jetzt kann man sich wieder Gedanken machen. Was ist da passiert? Und selbst wenn man überall nachguckt, was ist denn passiert, wird man immer wieder den gleichen Grund finden. Einfach Verblödung. Weiter. Gaza, Stand der Dinge nach Raketeneinschlag im Krankenhaus. Ich habe mir nur heute die verschiedensten Nachrichten darüber angehört. Ja. Die einen erzählen so, die anderen so. Und warum glauben das die Leute? Ja, weil Wissen fehlt. Warum es so schwer ist, Fakten im Nahostkrieg zu verifizieren? Naja. Was ist denn so schwer? Da muss man ja jemanden hinschicken. Natürlich, das sind hier die Mainstream-Medien, die uns natürlich die Wahrheit vorenthalten. Gut, in jedem Krieg wird immer gelogen und die Wahrheit stirbt zuerst. Alles klar, gut. Aber warum stirbt die Wahrheit zuerst? Warum gehen Leute aufeinander los? Was soll denn das alles? Analysten deuten auf palästinensische Rakete hin. Ja, das habe ich heute auch gehört. Das ein Ofenrohr, ein selbstgebautes, naja, und so weiter. Der Kommentar zum Gaza-Krankenhaus von der Bild sagt, eine Schande für den Journalismus. Wenn das noch Journalismus ist, also man kann sich darüber auslassen und so weiter. Zelle, Katze verursacht Unfall mit 3 Autos. Naja, hier ist es ganz einfach. Eine Katze ist wirklich nicht klug genug für den Straßenverkehr, beim besten Willen. Es gibt kluge Katzen, ja. Gut. Oder der Spiegel. Janine Wissler wirft Sarah Wagenknecht wegen Parteien Ego-Trip vor. Dass sowas überhaupt gehört wird und veröffentlicht wird, liegt daran. Na, warum? Alles klar. Andere Frage. Burt Young, Sylvester Stallone trauert um Rocky Star. Ja, das hat man in diesem Fall nichts damit zu tun. Natürlich gibt es auch genug Ausnahmen. Weshalb die Ölpreise nachgeben? Na, warum? Lassen sich nicht überall letzten Endes für jedes Ding eine Ursache finden. Und zwar Blödheit, Verblödung, sodass man nicht mehr richtig aufpasst, nicht mehr hinhört, sich einreden lässt, dass irgendwelche Heizungen besser seien und so weiter und so fort. Der Spiegel, Stefan Raab und Brainpool trennen sich nach 25 Jahren. Das ist mir doch egal, schon sowas überhaupt zu schreiben, zeugt doch von Blödheit. Was geht uns das an? Aber ja, okay, die Leute wollen es ja wissen, ne? Haben sie ja sonst nichts zu tun, als sich an irgendwelchen Unglücken anderer zu erfreuen, damit man dann denkt, ah, bloß mir ist es nicht passiert. Da geht es mir ja noch gut. Naja, gut. Weiter. Jetzt könnte man hier und da und sonst wo und. Ach ja, der Spiegel, Immobilien in den USA, Eigenheimverkäufe, fallen auf 13-Jahrestief. Warum ist es dann so weit gekommen? Beispiel, solche Tiefs bei Eigenheimkäufen, Verkäufen und so weiter. Was ist denn am Immobilienmarkt? Wovon lebt denn der? Wovon lebt eigentlich Verkauf? Von denen, die so dämlich sind, alles immer sofort haben zu müssen, was ihnen auch irgendwie nur in den Sinn kommt, weil es in der Werbung kommt oder sonst was. Ich schimpfe hier vor mich hin, schon. Aber ich möchte, dass Sie, meine Damen und Herren und ihr, liebe Schüler, die Augen öffnet und einfach mal drüber nachdenkt. Alles, was passiert, fast alles, bis auf so ein Trauer. Ja, solche Dinge sind letzten Endes nur auf Blödheit zurückzuführen. Mal sehen, wenn es mal wieder richtig knallharte News gibt, wo man sich, naja, nicht aufregen kann oder eigentlich kaputt lachen kann, ja, dann könnte man vielleicht noch so ein Video machen. Oder hier fällt mir gerade auf dabei, Ärzte hielten Krebs für Bandscheibenvorfall. Jetzt kämpft Felix um sein Leben. Armer Kerl, ja, dass Ärzte Krebs für Bandscheibenvorfall halten können. Macht man da nicht ein Blutbild? Und sieht man da nicht an lauter Markern, was da los ist?
Zu mir sagte mal ein Chefarzt, was heute so an Ärzten ins Krankenhaus kommt und da einen auf Weißkittel spielt, da könnte ich nur sagen, Jugend musiziert. Keine Ahnung mehr. Jetzt könnte man hier das Wort Polizei aufgreifen. Keine Ahnung mehr. Aber über die Polizei macht man ja eh schon Witze ewig. Und so könnte ich immer wieder weitermachen. Ach ja, Faktencheck und Korrektiv, dass es so einen Quatsch überhaupt gibt. Warum? Nicht damit man uns vor irgendwelchen Dingen bewahrt. Aber warum glaubt man uns vor Dingen bewahren zu müssen? Ja, weil die meisten auch wirklich so dämlich sind, dass sie eins und eins nicht mehr zusammenzählen können. Das nutzen natürlich solche Wahrheitschecker und so weiter aus und sagen sich, die wissen schon, die Menschen, dass sie blöd sind. Sonst würden sie sich ja auch nicht so dämlich verhalten und hätten nicht so viel Angst davor, mit ihrer Blödheit entdeckt zu werden. Also können wir uns ruhig als Wahrheits- und sonst was Fanatiker und Checker und Faktenchecker aufspielen und so weiter und so fort. Vollkommen egal, was man liest. Meine Lieben, denken Sie mal darüber nach. Denken Sie einfach drüber nach. Und jetzt kommen wir wieder dazu, erwerbt Wissen. Wenn man Wissen hat, kann man das kombinieren, das nennt man Denken. Das ist wichtig. Und für unsere älteren Zuschauer ganz einfach, denken Sie an Ihre Enkel, denken Sie an die Kinder, an Ihre Kinder. Vielleicht lässt sich bei den Kindern noch was machen, aber bei den Enkeln noch eher. Wir haben noch die Möglichkeit, als Großeltern Einfluss auf unsere Enkel zu üben. Vielleicht werde ich jetzt hier noch was verlinken. Muss mal sehen. Gut, also. Wir haben genug zu tun. Ran, nicht aufhören. Und wie war es doch so schön? Die Straße bzw. der Biertisch hat vieles bewirkt in den letzten paar Jahren. Die konnten nicht einfach so mit uns umspringen, wie sie wollten. Na dann. Nochmals alle guten Wünsche und bis zum nächsten Video. Macht was, Leute. Also, tschüss, tschüss.